Jo, moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zu FIFA und wir machen heute weiter. Gegner ist heute das Team aus der Stadt, die es nicht gibt. Und zwar, richtig, die Arminia aus Bielefeld. Heute geht's weiter gegen den nächsten Club. Ja, die letzten beiden Spiele haben wir dann doch souverän gewonnen. Was heißt souverän? Mit ein bisschen Glück die Hertha geschlagen. Und dann gegen Augsburg, in Augsburg. Nur mit 2 zu 0. Aber egal, wir haben 3 Punkte auf dem Konto. Wir haben jetzt aus 6 Spielen 13 Punkten. Gewinnen wir heute, sind wir bei 7 Spielen und 16 Punkten. Das, was die Bayern jetzt momentan haben. Nur diese Niederlage gegen Union. Hätten wir da das Spiel gewonnen, wären wir tatsächlich sogar dran an den Bayern. Aber ist ja auch nicht das Thema für jetzt. Wir wollen natürlich diese Saison so gut wie möglich performen. Wie weit wir es am Ende bringen, schauen. Fakt ist, heute ist Arminia Bielefeld der nächste Gegner. Leihangebot für Pinto. Möchte gerne delegieren. Nö, halt, ich wollte eigentlich nur. Ey, cool. Ein Jahr wollte ich eigentlich nur haben. Egal, alles gut. Auf geht's ins Match gegen so gescoutete Spieler. Konyaspor, Lasse Meier. Ja, ich kann leider noch nicht reagieren, ne? So, verhandeln wir schnell nochmal, weil nicht, dass die da kommen. Meier, der Drittliga-Torjäger unserer Drittliga-Zeit, unserer Anfangszeit. Den habe ich aus Belgien gescoutet, den Jungen. So. So, naja, Transfersumme vorschlagen. Minimum 2, mindestens 3 würde ich haben. 3,5 kommen. Ihr werdet sowieso drüber, werdet sowieso. Tja, nicht mein Problem. Wenn ihr nicht haben wollt, wenn er nicht bietet, was ich möchte, bleibt dort bei uns erstmal. So, okay. Gehen wir mal rein Richtung Arminia. Und nein, ich glaube, ich bin nicht international. Zwar haben wir zweimal den DFB-Pokal verloren, aber ich wundere mich, dass wir halt tatsächlich nicht irgendwo bekommen können. Jetzt komme ich hier nur mal ran. Ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich das. Also, das war das alte Angebot. Okay. Ich will. Also, hier, das ist noch ein Dings. Deswegen habe ich gerade nur kurz. Ich denke mal drüber nach. Auf geht's. Ins Match. In den Auftakt. Ja, genau. Kakatalua muss eh runter noch. Deswegen darf auch dann mal Angulo zumindest auf der Bank Platz nehmen. Und leider, ne, lassen wir mal von Beginn an ran. Ne? Komm. Soll aber mal zeigen, was er will. Der Herr. Mit dem, der unzufriedene Herr. So, Ober. Ja, der könnte vorbeigehen oder drüber gehen. Oh ne, passt. Aber so gerade. Oh nein, das war zu schnell. Das war eben zu schnell. Schön in die Mitte. So, okay. Egal, alles ist gut. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte spannend werden, Buschi.
Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Genau so ist es. So, das ist die Truppe von Arminia Bielefeld, die das letzte Spiel gegen die Bayern mit 3-1 verloren haben. Jetzt ein bisschen nach Richtung oben, ein bisschen Fehler lassen haben. Aber mal schauen. Ob wir den vermeintlichen Außenseiter schlagen können. Wobei, ja, unsere Truppe ist ja mittlerweile gut zusammengewachsen. Wie gesagt, nochmal, wir sind am Anfang mit etwas über 1 Million oder 2 Millionen als Budget, Einkaufsbudget gestartet. Wir haben uns langsam jetzt die Spieler zusammengekauft. Oh, Kabak in Bielefeld. Habe ich gerade richtig gesehen? Damals eigentlich ganz schlecht, war aber halt durch die Verletzungen immer wieder. Bisschen Probleme gehabt. Ich würde sagen, das sieht ein bisschen nach Halbplatz aus. Ich sage, jetzt glaube ich wegen Blond. So, unsere Truppe muss notgedrungen halt. Ich brauche dringend noch einen Innenverteidiger. Da sagt er aber, hey, hier bin ich Fans. Ich möchte gerne. Ne, unsere Truppe wird gar nicht angezeigt, unsere Stadion. Aber ja. Und los geht's. Mal schauen, was unsere Mannschaft so kann. Thierry, schön. Kann er jetzt? Ne, sagt er nein. Das ist unsere Aufstellung da unten. Natürlich. Nur Agudo für Staffelidis in der, also im Vergleich der letzten Partie. Den Ball holt er gut verteidigt. Super, Ulrich. Wenn der Ball durchgelassen wird, dann könnte ja, es gefährlich werden. Vielleicht hat es jetzt gewesen. Ja, war nicht gut gemacht. Da macht sich auf der Trainerbank Kabak natürlich Unmut breit. Serra. Wenn die anderen Teams mitspielen, dann könnten die Gastgeber heute die Tabellenspitze erobern. Und das wäre ein wichtiger Erfolg. Aber... Ja, natürlich. Da muss man erstmal unser Spiel gewinnen und da die Bayern müssen verlieren. Plus RB. Nur maximal unentschieden spielen. Abwehr findet kein Mittel. Kann das Tor fallen. Und oh, ein Tor, Serra. Eigentlich hatte ich das Ding wieder. Und gerade nachdem die Einblendung kam, ey, dann könnt ihr Tabellenführer werden. Gehen die Bielefelder hier in Bayreuth in Führung. Aber ihr seht's hier noch mal. Wir haben es eigentlich im Griff. Wir haben das Ding eigentlich. Sie haben einfach nur Glück, dass sie den zurückholen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ist aber nicht schlimm. Es ist halt noch ein bisschen was ist es halt passiert da jetzt. Ist er da. Er steht aber mal schauen. Es ist bestimmt noch ein bisschen Zeit. Serra. Das ist ein vielversprechender Pass. Wenn der drin ist, dann bauen sie die Führung hier weiter aus. Ja, aber sie nutzen diese Chance eben nicht. Die Frage ist, ob sich das im weiteren Spielverlauf noch rächt. Schönes Zuspiel. Und Aubameyang. Oh, das Tor. Sie sind zurück im Spiel. Der hat mal über 60 Millionen damals für Arsenal gekostet und spielt jetzt in der Provinz in Bayreuth. 64 Millionen oder so hat er, glaube ich, gekostet mal. Da ist er, ja. Salto. Der große Salto. Dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist es Pierre-Emerick Aubameyang, der den Treffer aus kürzester Distanz erzielt. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Gute Aktion. So, na, schade. Ja, man hat wohl gemerkt, okay, wir spielen doch lieber auf zwei Spitzen und mit Aubameyang vorne drin haben wir halt einen, der eher performen kann, als wenn er dauerhaft von der Bank kommt. Aber dieser Ballbesitz, das ist halt genau das. Ist das Ergebnis von hartem Training. Eggloff. Er ist frei, da kann was draus werden. Eggloff. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene, tolle Parade.
Ecke kommt in die Mitte. Die Szene geht weiter. Kein guter Befreiungsschlag. Gute Aktion vom Deuter. Und Gelito. Ecke war übrigens oder kam von. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. So, wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Gibt die nächste Ecke. Die dritte jetzt in kürzester Zeit. Die Ecke kommt. Und geht er verhindert gegen Perry. Starke Szene. Da wissen sie, bei wem sie sich bedanken müssen. Sie müssen den Ball abgeben. So. Nur noch der Torwart vor sich. 2-1, no more. Doppelpack, glaube ich, oder? Nee. Quatsch, heute Doppelpack. Hätte er ja bis jetzt noch mal irgendwo mehr. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber ich glaube, der Aubameyang wird mal neuer Capitano. Exzellent. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne, aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, nächster Abpraller da. Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Das könnte jetzt vielleicht mal die Chance sein, effektiver mit dem eigenen Ballbesitz umzugehen. Morgalla, not bad. Oh, was macht Morgalla da hinten drin? Das ist schon das zweite so Dribbling Ding von ihm. Weiter, die Abwehr findet einfach kein so, Mittel. Jetzt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und dann ist es der neue Kapitän. Aber das war schon unglaublich, wie sie da angerauscht kam. Unaufhaltsam. Das war ein toller Konter. Ja. Leider aber noch vorbei. Der zweite, glaube ich, der jetzt mittlerweile so knapp vorbeigeht von ihm. Milot Rashica. Oliver Hüsing. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. So, abseits und damit ist Pause. Bayreuth 4-2-1. Die erste Hälfte. Jetzt kann das. Bielefeld führte mit 1-0 und dann gab es den Treffer. Ich glaube, ich kann ihn nicht jetzt kurz vor der Pause Kapitän wechseln, oder? Ne, natürlich nicht. Aber was mache ich dann? Wie gesagt, ich werde Aubameyang zum neuen Kapitän annehmen. Ich denke, das passt so, weil der Älteste der ist und die Jungs vielleicht führen kann. Los geht's hier mit der zweiten Hälfte. Bevor er sich einen hat. Er kann sich durchsetzen. Ich muss gucken, dass ich ihn vielleicht verlängert bekomme. Mindestens ein Jahr. Jetzt die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Ach, viel mehr sein wird er nicht, weil er ja auch wie gesagt 35 ist. Und dann ist es Lauri Norris. Drin. Der Verteidiger hat ihn noch berührt. Was für ein Tor. Den Ball ins eigene Tor ab. Aber Wolf, das oh, wir hatten den da ab. Das muss er jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Das ist die 5-19? Sehe ich das richtig? Ja. Das ist die Nummer 19. Der Bielefelder, den Verteidiger. Und es ist kein. Der Eigentor. Neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Einfach mal draufgehalten, einfach mal probiert. Erstes Bundesliga-Tor für ihn. Und dann noch so eins. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Boah. Aber sie können Ulrich. Nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Ah, Rashica. Milot Rashica. Ja, passt ein bisschen auf in solchen Situationen. Nicht, dass er da was kriegt. Sich da hinten befreien. Sozusagen traf man ja auch ebenfalls auf einen gewandten Mann in sie spielen kurz. Bayreuth in Bielefeld 3-0, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im DFB-Pokal. Oliver Hüsing. Ja, geht gut dazwischen. Šeško. Gute Aktion jetzt. Šeško! Haben sie das Tor noch nicht. So also weiter dieser klare Rückstand, aber das sah gut aus. Ja, Wolf, ich glaube auch, die können hier noch mal rankommen. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Nächster
Angel Perim. Und Angulo. Der sagt, jo, der Ball gehört erstmal mir. Fischer. Kilian Fischer. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Perim. Ist das Ding im Griff? Kabak. Hat er. Dann doch. Sebastian Vassiliadis. Vassiliadis, der mal auf Tempo geht. Šeško. Da kommt der Pass. Ballverlust. Der Verteidiger ist da. Den muss er besser spielen, weil der eigentlich besser weiter vorne. Besser positioniert war. Jetzt haben sie den Ball. Morgalla, gut gespielt macht. Gut aufgepasst da. Könnte in Konter gehen. Konter über Novoa. Ne, Novoa geht gehen. Jetzt muss es das muss Novoa. Muss er dann vielleicht doch ein bisschen günstiger spielen. Jetzt der Schuss. Noch ein Tor. Drei Tore. Also, heute zeigen sie wirklich, wie sicher sie sind. Heute sind es die Stuttgarter, die es machen. Dreimal Weglauf von Ulrich mit den Toren. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Tor Nummer 6 für ihn. Dann Spieltag Nummer 7. Oder ist das 7? 7? 8? Muss ich gleich gucken. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Neuer Spiel. Jetzt war es nicht sein drittes Tor. Fällt mir gerade auf. Also da wurde gerade, wie gesagt, Uwe hat auch getroffen, glaube ich. Und aber egal, wir haben getroffen. Wir führen 4-1. Und dann kann man noch ein bisschen wechseln, ziehen, eher mal ein bisschen durchwechseln. So. Ja, der darf heute ran. Einmal kurz die Bank bitte wechseln. Stand jetzt also 4-1. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Milo Drašica. Unwiderstehlich, der Ball läuft gut. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. So, Lilian Eckhoff, ist es der Junge, macht das der Junge? Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Diese Weise 5-1 für Bayreuth. Und damit haben wir, glaube ich, die Tordifferenz von Unionsspiel wieder drin. Alles offen, da lässt er sich nicht zweimal bitten, macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. So, jetzt wechseln wir durch. Insgesamt 5-mal. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Serra. Hat er sein Tor gemacht, ja, hat dann da das Führungstor für Bielefeld gemacht mit 1-0. Und ja, Bielefeld führte mal am Anfang mit 1-0. Aber Bayreuth hat dann quasi zurückgeschlagen. Aubameyang. Vielversprechender Steinmann. Serra, Doppelpass der für den VfB und dann noch was. Nö, das ist meiner. Szene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Die Ecke kommt rein. Sie bringen den Ball im Tor. Aber dann das Tor können sie dann nicht nochmal verhindern. Weil es einfach zu spät kommt, das wissen sie auch. Es hätte ihnen früher gelingen müssen. So, Arminia dran. Treffer nochmal, erst die Ecke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5-2 steht es momentan.
So, es wird die letzte Situation gewesen sein hier von Schellerup, der heute also an die Sprint. Gastgeber. Das war ja, wirklich die klasse Leistung heute. Der Sieg. Man hat gesehen, was sie drauf haben, schlicht und ergreifend. Bayreuth. Überzeugend. Ja, ich werde auf jeden Fall noch schauen, dass ich nochmal den Verteidiger von den Frontspielern kriege, dass ich nochmal nachrüste. Braucht man sich nochmal nach, aber wollen sie nicht klingeln auf den Interviews. So. Ich gucke nochmal, was da noch so an Spielern rumläuft. Auf den freien Spielern so, rumläuft. So, freie Spieler. Position. Defensiv. IV. Gucken wir, was wir so haben. Und da jetzt doch mal irgendwo einer da durchgeht. Raul Albiol, 39 Jahre alt. Wäre eine Alternative. Florian Ballas, eher nicht so. Der Baumgartner. Kilian Becker. So, ich guck gerade nochmal, ob da irgendwas. Vielleicht auch noch mal irgendwo ein junges Talent vielleicht durchgeht. Gerade echt, ob da Papi Di Lobotti, ehemaliger Bremer, den kennt man ja. Aber sieht nicht so aus. Also ich werde mir wahrscheinlich Albiol für zumindest das Jahr noch holen. Ich habe immer noch bei Miyang auch noch einen Top-Spieler. Warte mal, ich gucke gerade, ob ich den kriegen kann, von der Summe her. So, Transferzentrale. Ja, Ola Biol. Kontaktieren. Verpflichtung delegieren. So, ich gucke mal, ob ich den kriegen kann. Aber kommen würde. So. Gut, gehen wir mal auf die Rollen, weil ich habe gesagt, Aubameyang wird ein neuer Kapitän werden. Pri ist noch zu jung und zu unerfahren, um das zu werden. Deswegen wird Aubameyang heute ab sofort der neue Kapitän. So, gut. Gucken wir nochmal schnell rein, was der unser Spieler sagt. Ja, weiter so. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in Frankfurt weiter. Wir sind aktuell Zweiter dran an den Bayern. Naja, wie gesagt, 3 Punkte wahrscheinlich zurück, weil die noch ein Nachholspiel haben. Aber ich freue mich trotzdem, dass es so gut läuft. Wir haben jetzt 16 Punkte aus 7 Spielen. Das ist Aufsteiger. Läuft auf jeden Fall. So ein bisschen gerade unsere Truppe. Und kann gerne so weitergehen. Ob es in Frankfurt so weit ist, das werden wir dann sehen. Es wird definitiv ein schweres Spiel werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Naja, bis dahin.